Nächster Redner, Wolfgang F.C. Bosbach. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man der untergehenden Sonne entgegenreitet und wenige Tage vor dem 65. Geburtstag, wird man altersmilde. Deswegen versuche ich das jetzt mal ohne jede Süffisanz und Ironie ganz sachlich und möchte zunächst einmal zwei Pluspunkte verteilen. Frau Bothmer, an Sie. Ich finde das toll, wie Sie die Erfolge auf dem Arbeitsmarkt seit dem Regierungswechsel von Rot-Grün unter der Kanzlerschaft von Angela Merkel geschildert haben. Was ist das gut, dass damals die Union politische Verantwortung übernommen hat? Und der zweite Pluspunkt geht an die ganze Fraktion der Grünen, denn sie machen sich ehrlich. Und das finde ich gut. Sie täuschen gar nicht vor, dass Ziel dieses Gesetzentwurfs eine Reduzierung der Zuwanderung sei. Sie sagen die Wahrheit. Wir wollen mehr Zuwanderung, und dann haben wir auch eine politische Alternative bei der Bundestagswahl. Wer das für richtig findet, wird dem zustimmen. Wer für Steuerung und Begrenzung ist, wird das ablehnen. Immer hart am Text, das geltende deutsche Einwanderungsrecht ist kompliziert. Übrigens, das stimmt. Wir haben ein relativ kompliziertes Recht, was allerdings im Vergleich zum Steuerrecht an Einfachheit kaum zu überbieten ist. Aufwendig ist es auch, weil wir ein differenziertes Recht haben. Aber ist es eigentlich wirklich so unattraktiv, wenn 85% der EU-Blockcards für Deutschland erteilt werden und wenn die OECD uns erst vor wenigen Jahren ausdrücklich für unsere Regelungen gelobt hat? Es ist interessant, wie das geltende Recht niedergemacht wird. Im Gesetzentwurf steht hinter Frau Göring-Eckardt Volker Beck. Gucken wir uns doch mal an, was Volker Beck gesagt hat, als das Gesetz, was er gerade niedergemacht hat, im Deutschen Bundestag beraten wurde. Ich zitiere den Kollegen Beck. Wir steuern mit diesem Gesetz erstmals die Zuwanderung nach den Bedürfnissen des deutschen Arbeitsmarktes und sorgen dafür, dass die Leute, die wir brauchen, auch zu uns kommen und attraktive Rahmenbedingungen vorfinden können. Das leistet das Zuwanderungsgesetz. Mit diesem Gesetzentwurf wird durch die Steuerung der Zuwanderung dem nationalen Bedarf an Arbeitskräften Rechnung getragen. Zitat Ende. Sie schreiben jetzt in dem Gesetzentwurf genau das Gegenteil von dem, was Sie an dieser Stelle hier bei der Verabschiedung des Gesetzentwurfs verkündet haben. Nur noch zwei kurze Anmerkungen. Es steht in der Begründung, wird Deutschland in Zukunft auf die kontinuierliche Einwanderung und so weiter angewiesen sein. Da fehlt mir das Wörtchen auch. Auch auf Zuwanderung. Hoffentlich nicht nur, auch. Ich komme Ihnen sogar entgegen und sage, wir würden einen großen Fehler machen, wenn sich Deutschland nicht beteiligen würde am weltweiten Wettlauf um die klügsten Köpfe. Wir würden einen Fehler machen, wenn wir uns nicht beteiligen würden. Aber dass wir uns nur auf Zuwanderung verlassen sollen bei der Beseitigung des Fachkräftemangels, greift mir zu kurz. Eine Mail vom 25. Mai 2017. Ich war Controller in einem DAX-30-Konzern. Jetzt nach über 200 Bewerbungen und Absagen bin ich ernüchtert. Wie kann es sein, dass man bei dem immer wieder zitierten Facharbeitermangel keine Arbeit findet? An meiner Qualifizierung kann es wohl nicht liegen, aber an meinem Alter, ich bin bereits 52. Wenn das nicht aufhört, dass wir permanent älteren Arbeitslosen keine Chance mehr auf dem deutschen Arbeitsmarkt geben, muss bei mir niemand nach mehr Zuwanderung rufen. Wir haben seit Jahren. Herr Bosbach, erlauben Sie, ja, klar. Herr Göring-Eckardt, bitte. Ja, klar. Also, Herr Bosbach, ich weiß nicht, ob Sie vorhin schon zuhören konnten, als ich den Gesetzentwurf hier eingebracht habe. Da habe ich sehr deutlich gesagt, wir brauchen noch andere Maßnahmen, zum Beispiel in der Bildung. Wir brauchen Maßnahmen, wenn es um das Thema Frühverrentung geht. Darauf hatte Frau Pothmer hingewiesen. Und wir brauchen natürlich auch Maßnahmen, wenn es darum geht, dass Menschen, die heute nicht mehr im Arbeitsmarkt sind, hineinkommen. Wir nehmen das gerne in die Begründung des Gesetzentwurfs auf. Da geht es ja nicht um Einwanderung, da geht es um Qualifizierung, um Schulabbrecher etc. Können wir gerne machen, und ich gehe davon aus, dass Sie dann zustimmen. Es geht mir um den Text, so wie Sie ihn vorgelegt haben. Da ja. Ist von alledem überhaupt keine Rede. Wir vernageln seit Jahrzehnten Zehntausenden jungen Menschen
den Zugang zu unseren Universitäten, weil sie ihr Wunschstudium nicht aufnehmen können. Wir geben ihnen das Zeugnis der Hochschulreife, sagen aber gleichzeitig mit dem Numerus Clausus. Frau Göring-Eckardt, ich habe Ihnen zugehört und jetzt müssen Sie mir tapfer zuhören. Lasst uns doch erstmal in unserem Land für die, die schon hier sind, die Hürden beseitigen, ohne dass wir auf mehr Zuwanderung setzen, auf noch mehr Zuwanderung. Auch die ewigen Vergleiche mit Kanada und den USA, die hinken doch vorne und hinten. Kanada hat ein Nachbarland, also mit großzügiger Betrachtung anderthalb. Grönland, Dänemark, anderthalb Nachbarn. Da gibt es überhaupt keine Arbeitnehmerfreizügigkeit. USA hat zwei Nachbarn, Kanada und Mexiko. Wir haben neun Nachbarn. Keiner hat mehr Nachbarn in Westeuropa als wir. 27 Länder in der Europäischen Union haben freien Zugang auf unseren Arbeitsmarkt, einen Raum von 550 Millionen Menschen. Ja, glauben Sie denn ernsthaft, USA und Kanada hätten das Recht, wenn 27 Staaten der Erde freien Zugang auf den Arbeitsmarkt in USA und Kanada hätten? Nein, sie hätten es nicht. Die Binnenmigration in der Europäischen Union blenden Sie völlig aus. Und das ist ganz ernst gemeint. Koppeln Sie nicht Zuwanderung und Nachweis eines Arbeitsplatzes ab. Diese Kombination sollten wir unter allen Umständen beibehalten, auch wenn ich weiß, was Frau Göring-Eckardt im Morgenmagazin vor einiger Zeit gesagt hat. Wir brauchen Menschen, die in unserem Sozialsystem zu Hause sind. Wir haben keinen Mangel an Zuwanderung, wir haben einen Mangel an Integration. Wir müssen die Menschen befähigen, ihren Lebensunterhalt durch eigene Hände Arbeit zu verdienen, keine weitere Zuwanderung in die sozialen Sicherungen zu stellen. Herr Bosbach, ich habe noch mal eine Anfrage. Sind Sie noch mal bereit, Frau Potmann? Ja, klar. Herr Bosbach, also die Altersmilde, die Sie für sich in Anspruch genommen haben, die nehme ich auch für mich in Anspruch. Und deswegen sage ich Ihnen, weil Sie haben aber noch 20 Jahre Zeit, wenn ich das mal sagen darf. Oh. Sie können ja sogar charmant sein. Herr Bosbach, und deswegen, weil Sie ja kein Arbeitsmarktexperte sind, sondern Innenpolitiker sind, möchte ich doch gerne Ihnen sozusagen unterstützen und Ihnen zur Kenntnis geben, dass wir eine Situation haben, dass nämlich die Binnenzuwanderung aus der Europäischen Union bereits abgenommen hat und weiter abnehmen wird. Das hängt natürlich damit zusammen, dass sich Gott sei Dank die Lage insbesondere in den südlichen Ländern Europas deutlich verbessert und deswegen dort auch wieder Arbeitsplätze zur Verfügung stehen. Zweitens hängt es damit zusammen, dass die Löhne insbesondere in den osteuropäischen Ländern in der letzten Zeit deutlich gestiegen sind und die Menschen gehen zurück in ihre Herkunftsländer. Das ist übrigens auch das Ziel. Es geht zunehmend um zirkuläre Migration, nicht mehr darum, dass Leute einmal ihr Land verlassen, in ein anderes Land gehen und da dauerhaft bleiben. Das kann so sein, ist überwiegend nicht mehr der Fall. Und wenn wir Ihnen heute ein Einwanderungsgesetz vorlegen, wie Sie es vorgefunden haben, dann reflektiert es genau diese Fakten auf dem deutschen und auf dem europäischen Arbeitsmarkt. Ich möchte nicht, dass Sie das Pult verlassen, ohne das zu wissen. Ja. Herr Bosbach. Ja, jetzt warte ich noch auf die Frage. Sie haben eine Zwischenfrage angemeldet, kein Zwischenreferat. Das gilt laut Geschäftsordnung, Frage oder Bemerkung. Frage. Ja, das war schon korrekt. Da passe ich schon gut. Dann bleibt es aber richtig, was ich gerade gesagt habe, dass wir völlig verschiedene Sachverhalte haben. Auf der einen Seite Mitgliedsland der Europäischen Union mit Arbeitnehmerfreizügigkeit und Niederlassungsfreiheit für die Unternehmen einerseits und der permanente Hinweis auf Amerika und Kanada, wo es diesen freien Zugang auf den Arbeitsmarkt überhaupt nicht gibt. Und es klingt jetzt etwas härter, als es gemeint ist, weil ich mal eine junge Sportwissenschaftlerin begleitet hat auf ihrem mühsamen Weg nach Kanada. Vom kanadischen Einwanderungsrecht sind insbesondere die begeistert, die noch nie Gelegenheit hatten, sich mit dem kanadischen Einwanderungsrecht näher zu beschäftigen. Das ist viel komplizierter, als das landläufig vermutet wird. Ich darf mich bedanken für 23 tolle Jahre. Es war eine tolle Zeit. Ich habe viele nette Menschen kennengelernt.
und fraktionsübergreifend. Viele werde ich vermissen, sogar Claudia Roth. Irgendwie. Was heißt denn hier sogar? Und, was heißt denn hier sogar? Ich hab, wir während treffen der uns Rede, auf dem Platz wieder. Während der Rede habe ich überlegt, ob es mal eine Situation gab, wo wir zwei politisch einer Meinung waren. Ich kann mich im Moment nicht daran erinnern. Aber menschlich ist Claudia Roth eine Granate und sie ist kompetent. Sie hat Ahnung vom Fußball. Und da spielt sie in einer Liga mit Dirk Fischer, Franz Josef Jung und anderen. Und wir nehmen uns eigentlich seit 20 Jahren vor, mal ein Spiel Köln gegen Augsburg zu besuchen. Vielleicht schaffen wir das. Und am Ende, nach dem Schlusspfiff, tröste ich auch die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages über das vermutete Ergebnis hinweg. Ich sage das fraktionsübergreifend. Tolle Menschen kennengelernt. Ich weiß jetzt nicht, Burkhard, ob ich deine Karriere ruiniere, wenn ich sage, es war ein Vergnügen, mit dir zusammenzuarbeiten. Und euch allen wünsche ich für die Zeit, die kommt, bei aller Härte der Auseinandersetzungen im Wahlkampf, geht immer ordentlich miteinander um. Danke. Ja, lieber Wolfgang Bosbach, es gibt wirklich Persönlichkeiten, die in diesem Haus auch ihr Gesicht gegeben haben. Und ich glaube, Sie gehören unzweifelhaft dazu. Mit Ihrer milden Härte, mit Ihrer herzenswarmen Gnadenlosigkeit. Also mir fällt viel ein. Ich nehme die Einladung gerne an. Erstmal gehen wir europäisch auf den Platz. Ich freue mich sehr, hoffe, dass der FC nicht das gleiche Schicksal hat wie Augsburg, als wir kurzzeitig europäisch waren. Dann wären wir nämlich bald abgestiegen. Aber ich wünsche Ihnen von Herzen im Namen des ganzen Hauses eine gute Zeit. Ich wünsche Ihnen weiterhin ja, Ihre Leichtigkeit und ihre Lebenslust und wünsche Ihnen noch ein sehr lustvolles Leben. Alles, alles Gute. Der